Und damit hallo und herzlich willkommen hier schon zu dem vierten Vlog hier jetzt auf dem Techniz-Kanal, hier von meiner Sommerreise. Und mittlerweile sind wir wieder hier in Venedig unterwegs, also genau gesagt von unserem Hotel, also von unserem Apartment, am Weg zum Bahnhof. Denn nämlich ist heute schon hier eigentlich schon der letzte Tag, nämlich fahren wir heute wieder woanders hin, was ich auch schon im dritten Vlog gesagt habe. Nur ich habe euch auch noch nicht gesagt, wohin es heute geht. Nämlich geht es heute voraussichtlich ins Gardaland hier in Italien, wo wir halt auch mit dem Auto hinfahren werden. Nur die Sache ist, dass wir heute noch hier von Venedig hier mal mit dem Zug zu unserem Auto müssen, weil das haben wir ja außerhalb von Venedig geparkt. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie mal zum Bahnhof kommen und dann vom Bahnhof mit dem Zug zu unserem Auto fahren. Und das ist jetzt doch eine Herausforderung, aber schauen wir mal, ob wir das schaffen. Also mittlerweile sind wir jetzt hier wieder hinter mir beim Bahnhof, wie vor 2 Tagen wieder angekommen. Sind jetzt hier durch die Innenstadt, durch Venedig durchgelaufen, bis wir jetzt hier mit den Koffern endlich hier angekommen sind. Jetzt suchen wir uns einen Zug und dann fahren wir zurück zu unserem Auto ins Parkdeck und dann schauen wir, dass wir weiterkommen ins Gardaland. Also bis dann. So, e business sono in coda al treno. Su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. So, jetzt ist er leise, jetzt können wir reden. Wir sind jetzt mittlerweile jetzt hier mit dem Zug wieder in Mestre angekommen, da wo wir unser Auto vor 2 Tagen hingepackt haben. Hoffentlich ist es noch da. Hoffentlich. Und jetzt gehen wir hier jetzt vom Bahnsteig rüber ins Parkhaus, wo wir dann zu unserem Auto gehen. Und dann geht's weiter ins Gardaland. Wird sicher cool. Und ja, jetzt gehen wir mal da zum Parkhaus. Jetzt ist zu. Und damit sind wir jetzt hier wieder in unserem Auto angekommen, direkt vom Bahnhof hier rüber ins Parkdeck. Und jetzt fahren wir los ins Gardaland. Mit Zwischenstopp oder ohne? Wissen wir nicht. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal los. Sind wir schon im Gardaland? Schaut gut noch aus. Also hier, Leute, wir sind hier gerade am Weg zum Gardaland. Das Navi sagt, dass wir gleich da sind. Ihr seht das hier. Da das Ziel. Die erste Ausfahrt. Das sind nur Weingärten. Wir sind hier jetzt gerade mitten in Weingärten. Aber das Navi sagt, wir sind gerade. Wir waren. Und das Navi sagt, wir sind im Gardaland. Ich sehe irgendwie noch keine Achterbahn. Schauen wir mal, vielleicht ist jetzt das Gardaland wirklich hier oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Hast du unser Hotel? Wir haben natürlich keine Ahnung, wie irgendwas. Ist. Doch, da ist es! Da ist das Gardaland! Da ist es wirklich, Leute! Das ist wirklich. Gardaland Hotel, sind nicht im Adventure. Da ist Gardaland, wir sind. Hä, wirklich? Das ist. Gardaland, wuhu!
Na gut, also mittlerweile sind wir jetzt hier schon im Gardaland angekommen, also wir haben es jetzt doch noch gefunden. Haben es auch schon bei der Rezeption eingecheckt, haben also jetzt schon unsere Zimmerschlüssel bekommen. Vielleicht ist der Ton jetzt nicht ganz so schlecht. Wie ist das auf der Suche nach unserem Zimmer? Wir wissen jetzt gerade noch nicht, wo unser Zimmer ist. Wir haben die Zimmernummer 1000 irgendwas. Also, wie viel? Also 1028 oder irgendwie sowas. Und auf die, das Zimmer suchen wir jetzt mal. Oh mein Gott, da ist ein Getränkeautomat. Lecker. Müssen wir da rein? Haltet hin. So, jetzt kommen wir rein und dann gehen wir zu unserem Zimmer. Hashtag Licht ist. Karte! Ja, warte mal. Ah ja, da muss die Karte rein. Ah, jetzt funktioniert ja alles. Tada, und da sind wir schon. Oh, Spiegel! Da sind wir schon hier in unserem Zimmer angelangt. Viermal Betten. Hier schauen wir gleich mal raus. Wir haben hier sicher einen perfekten Ausblick. Okay. Vorhang und Flieg. Ach, da. Das ist unser Ausblick aus dem Zimmer. Sehr spannend. Sehr kühl. Bild, alles da. Cool. So, also wir sind mittlerweile hier, wie schon vorher hier schon gesagt, hier in unserem Gardaland Hotel eingetroffen. Hinter mir seht ihr jetzt gerade das Hotel. Was ich sagen wollte, wir sind jetzt gerade auf dem Weg aber vom Gardaland Hotel wieder zu unserem Auto zurück. Wir waren jetzt vorher gerade noch im Zimmer, weil wir sind hier angekommen im Auto, haben zuerst alle unsere Koffern ins Zimmer gebracht und sind dann gleich noch in die Poolanlage von dem Hotel hingegangen, weil die haben da auch Poolanlage und da sind wir dann auch gleich mal schwimmen gegangen hier im Hotel, was auch sehr cool war, also das Wasser war auch okay, nur leider hat es dann sehr plötzlich zum Regnen angefangen, sodass wir jetzt dann noch schnell wieder zurück in unser Zimmer flüchten mussten und dann halt im Zimmer abwarten mussten, bis das Wetter jetzt vorbei war, halt bis jetzt waren wir dann im Zimmer. Ich habe im Zimmer dann gleich mal den Vlog von gestern fertig geschnitten, also diesen wo ich den ganzen Tag in Venedig war. Den Vlog habe ich dann im Zimmer gerade fertig geschnitten. Der lädt doch gerade hoch, also der kommt vielleicht sogar noch heute online. Das wäre sogar ganz cool, wenn der Vlog noch heute online kommen würde. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Und wir sind jetzt halt, nachdem ich das jetzt fertig gemacht habe, sind wir jetzt hier wieder rausgegangen. Wir fahren zwar heute, jetzt werde ich gleich von einem Auto überfahren. Okay, Leute, jump. Also wir fahren heute aber noch nicht ins Gardaland, sondern sind jetzt mal nur hier heute in unserer Hotelanlage. Es war jetzt eigentlich nicht geplant, dass zum Regnen beginnt, aber das können wir halt nicht verhindern. Auf jeden Fall schauen wir uns auf jeden Fall heute auch noch hier ein bisschen um, was wir hier auch mal so im Hotel haben. Und wir fahren vielleicht heute sogar schon mal hin zu dem richtigen Park, weil was sehr komisch ist eigentlich, wir sind hier ja eigentlich im Gardaland Hotel und beim Gardaland Hotel denken sie eigentlich, dass das Gardaland Hotel im Gardaland ist. In dem Fall ist das Gardaland Hotel 800 Meter weit weg vom Gardaland, sodass man immerhin doch mit einem Shuttlebus von dem Gardaland Hotel ins Gardaland fahren muss. Bisschen komisch alles, aber naja. Und deshalb fahren wir vielleicht aber heute schon hin und kaufen uns heute schon mal die Eintrittskarten, weil dann müssen wir das morgen nicht machen. Weil angeblich ist im Gardaland wirklich immer sehr, sehr viel los. Das heißt, da wäre es natürlich dann auch noch stressig, morgen auch dann noch Tickets zu kaufen. Jetzt wissen wir, glaube ich, gerade nicht, wo unser Auto steht. Aber jetzt wissen wir es wieder. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu unserem Auto und dann schauen wir weiter. Also, bis dann.
seht ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund, ich habe auch gerade noch eine Aufnahme gemacht. Wir sind jetzt hier mittlerweile hier mitten in so einer Stadt angekommen, hier direkt am Gardasee ist das hier. Was? Papa redet wieder. Geil, wir sind jetzt hier am Gardasee angekommen. Lassis. Ich bin gar nicht der Meinung. Gut, und da sehen wir jetzt schön. Das ganze Panorama schaut auf jeden Fall sehr cool aus. Jetzt genießen wir da jetzt noch den Sonnenuntergang und dann gehen wir noch essen irgendwo hin. Ist ziemlich viel eigentlich da besucht. Ziemlich viele Leute, aber wir werden schon irgendwo was finden. Also, da schauen wir dann noch. Jetzt schauen wir uns das nochmal kurz fertig an. So, also mittlerweile waren wir jetzt auch schon vorne, dann gleich dort, wo wir den Sonnenuntergang schon gesehen haben. Da waren wir dann auch gleich noch Abendessen. Wir haben jetzt noch Pizza gegessen und jetzt sind wir hier noch kurz in der Innenstadt hier beim Gardasee. Irgendwo. Keine Ahnung, wie das jetzt hier heißt. Nazis, irgendwie so. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen. Vielleicht holen wir uns noch ein Eis und dann geht es wieder zurück ins Gardaland Hotel. So, also mittlerweile sind wir jetzt wieder da vom Gardasee hier in unserem Hotel mehr oder weniger angekommen. Wir haben es auch mittlerweile schon wieder 23:05, also wieder etwas später. Und jetzt gehen wir mal nur noch im Zimmer und dann mache ich noch die Abmoderation. So, und damit sind wir jetzt auch wieder hier in unserem Hotelzimmer hier im Gardaland Hotel angekommen. Ich habe vorher schon hier das Video hochgeladen vom letzten Vlog, das ist jetzt auch wieder fertig hochgeladen. Und für uns war es das jetzt heute hier mit diesem Tag. Wir sind heute von Venedig hier mit dem Auto hier mal ins Gardaland gefahren. Und heute sind wir zwar noch nicht im Parkgang, heute waren wir halt mal nur bei den Pools und jetzt halt noch beim Gardasee, aber morgen verbringen wir dann einen ganzen Tag dann drinnen im Gardaland, halt auch mit den ganzen Achterbahnen und so. Damit soll es das jetzt hier wirklich gewesen sein mit diesem Vlog. Ich würde mich natürlich auch bei diesem Vlog über einen Like freuen oder wenn ihr mich abonnieren würdet, dann blende ich euch hier wieder neben mir wie gewöhnt diesen Abo-Knopf und die Playlist ein von diesem ganzen Urlaub, habe ich hier schon genug oft gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Also macht es gut, bis dann. Ciao.